Für dieses Halloween brachte uns das Jahr 2017 eine feine Auswahl an Horrorfilmen, unter anderem Get Out, S und Jigsaw. Wir zeigen euch, welche Produktionen uns in 2018 das Fürchten lehren sollen. Halloween. In diesem Sequel soll Laurie Strode, die wieder von Jamie Lee Curtis gespielt wird, zum letzten Mal Michael Myers begegnen. David Gordon Green von Stronger wird Regie führen und John Carpenter, der Regisseur und Autor des Originals von 1978, wird den Film produzieren. Angeblich wird der Film nur eine Fortsetzung zum Originalfilm werden und sich von den Handlungen der anderen Filme trennen. Das bedeutet möglicherweise, dass die Storylinen der Myers und Strode Geschwister sind nicht mehr gilt. Im Oktober 2018, kurz vor Halloween, wird der Film erscheinen. Predator. Das Sequel wird zwischen Predator 2 und Predators spielen. Das Skript ist vom Autor Shane Black, der auch Lethal Weapon, Last Action Hero und Iron Man 3 schrieb. Im Original Predator spielte dieser sogar eine Rolle, nämlich Hawkins. Das Skript liest sich angeblich ganz und gar nicht wie das, was man erwarten würde, nämlich Dschungel und viel Action. Stattdessen ist das Setting ein Vorort und es geht vorrangig um einen Vater, der Predator-Technologie findet und seinen autistischen Sohn, der sie entschlüsseln kann. A2. Es wird wohl auch Predators geben, die die Philosophie ihrer Spezies, dass man die Erde von den Menschen befreien müsse, um selbst hier zu leben, nicht teilen. Das offizielle US-Startdatum ist der 3. August 2018. Wir haben hier ein Riesending geplant. Inherit the Earth. Inherit the Earth basiert auf den Comics Zombies vs. Robots von Ashley Wood und Chris Ryle. Der Comic spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der ein Mädchen die letzte Überlebende ist und von Robotern vor intelligenten Zombies beschützt wird. Das Buch schreiben als auch Regie führen wird Mike Flanagan, der unter anderem Ouija 2 gemacht hat. Der Film war seit 2011 in der Entwicklung. Zunächst war Andrew Adamson, der Regisseur von Shrek, als Regisseur vorgesehen, doch er verließ das Projekt. Produzieren wird Michael Bay, Regisseur von Transformers. Das verspricht viel Action. Insidious – The Last Key. Insidious – The Last Key ist die vierte Fortsetzung von Insidious und wird vom Saw-Duo Lee Whannell und James Wan gemacht. Whannell schrieb auch diesen Film und spielt eine Rolle. Der Regisseur der ersten beiden Insidious-Filme, James Wan, wird produzieren. In einem Haus in New Mexico geschehen seltsame Dinge und die dort lebende Familie ruft die Parapsychologin Dr. Elise Renier. Sie wird in dem Haus heimgesucht, in dem sie als junge Frau gelebt hatte. Starttermin ist der 4. Januar 2018. Ich kann auch Dinge sehen. Nosferatu. Bisher gibt es nur ein Remake von Murnaus Klassiker von 1922, nämlich von Werner Herzog mit Klaus Kinski in der Rolle des Vampirs. Robert Eggers, der Regisseur von The Witch, wird sich mit der Hauptdarstellerin aus diesem Film zusammentun. Eggers betonte in einem Interview, dass er die Natur als eigenen Charakter sehe, was einem Stoff wie Nosferatu sehr zugutekommen könnte. Er sagte auch, dass er ähnlich an den Film herangehen werde wie an The Witch. Er ziele auf die realistische Darstellung eines Biedermeier Deutschlands. Eggers ist ein Riesenfan des Films von 1922. Mit 17 inszenierte er den Stoff im Kabinett des Dr. Caligari-Stil in der Schule und wurde prompt von einem Theaterbesitzer angeworben, das Stück noch einmal professionell aufzuziehen. Wo so viel Liebe und Begeisterung drin steckt, kann ja nur was Gutes herauskommen. The Meg. Meg steht kurz für Megalodon. Das ist ein 60-Tonnen-Hai, der vor circa 2 Millionen Jahren ausgestorben ist. Für Jason Statham tauchen die Kreaturen wieder auf und machen ihm in der Rolle eines ehemaligen Kapitäns und Profitauchers das Leben schwer. The Meg beweist, dass der Hai-Film-Hype noch nicht zu Ende ist. 2018 könnte übrigens auch ein neuer Sharknado anstehen. No! Eli Roth, Regisseur von Hostel, war im Gespräch für die Regie. Inzwischen hat John Turteltaub den Vertrag unterschrieben, der Regisseur von unter anderem Cool Runnings und The Sorcerer's Apprentice. Slaughterhouse Rules. Slaughterhouse Rules wird der erste Film von der von dem Traumteam Simon Pegg und Nick Frost gegründeten Produktionsfirma Stolen Picture werden. Yeah, motherfucker. Der Protagonist Don Wallace kommt neu ins Internat und muss sich mit den Regeln und der Hackordnung erstmal zurechtfinden, als im Fracking-Gebiet aus einer Sickergrube etwas Schreckliches hervorkommt, das dringend bekämpft werden muss. Auf eine erneute Pegg-Frost-Zusammenarbeit freuen sich sicher viele Fans und es ist viel schwarzer Humor zu erwarten. Return of the Killer Clowns from Outer Space in 3D. Ein Clown hat offenbar nicht gereicht. Nach Pennywise in S soll es nun eine ganze Clown-Invasion sein. Nächstes Jahr, vor genau 30 Jahren, fielen die Killer-Clowns aus dem Weltall auf die Erde ein und wurden besiegt. Jetzt sollen sie wiederkehren und es nochmals versuchen. Der neue Film wird wie das Original von den Kyoto Brothers gemacht werden. Die drei Brüder sind Special-Effects-Experten mit einem Fokus auf Puppen, Animatronik und Stop-Motion. Es wird interessant zu sehen, ob die drei gegen den CGI-Trend schwimmen werden und ihr analoges Handwerk durchsetzen. Grant
Kramer, der die Hauptrolle im Original innehatte, wird wieder dabei sein. Die Protagonisten werden jedoch zwei Zirkusartisten sein, die die Welt vor den Clowns retten müssen. Eine Serie ist ebenfalls in Planung. Der Film soll angeblich im September 2018 erscheinen. Suspiria. Die Amazon Studios haben diese Bearbeitung des Originals von Dario Argento von 1977 in Auftrag gegeben. Mitspielen werden Chloe Grace Moretz, Dakota Johnson und Tilda Swinton. Es geht um eine Ballerina, die an eine angesehene deutsche Tanzschule kommt und dort furchtbare Geheimnisse entdeckt. Es wird sicher nicht leicht, an das Original heranzukommen, welches für seine psychedelische Farbgestaltung, den atmosphärischen Soundtrack und den besonderen Kamerastil bekannt ist. Luca Guadagnino wird Regie führen und hat angekündigt, dass sein Remake genau das auslassen wird, wofür das Original so berühmt ist, die intensive Farbgestaltung. Und auch Tilda Swinton gab bereits Auskunft, dass der Film eine ganz andere Richtung einschlagen werde als das Original und es sich in dem Sinne gar nicht um ein Remake handle. Die Filmmusik soll der Radiohead-Frontmann Thom Yorke übernehmen. Winchester, The House That Ghosts Built. Die Geschichte von Winchester basiert auf einer wahren Begebenheit und einem Haus, das es tatsächlich gibt. Die Witwe Winchester glaubt nämlich, dass die Geister aller Leute, die je mit einem Winchester-Gewehr erschossen worden sind, sie heimsuchen, außer sie baut. Und somit hatte sie 24 Stunden am Tag, jeden Tag die Woche, über 38 Jahre Bauarbeiter in der Bude und ihr Haus wurde immer größer und seltsamer. Es gibt 161 Räume, Treppen, die ins Nichts führen, ein Fenster im Boden, Türen, hinter denen die Mauer ist, ein Zimmer ohne Decke. Helen Mirren wird Sarah Winchester spielen. Regie führen werden die Spielberg-Brüder, die auch für Jigsaw verantwortlich sind. Das waren die 10 besten Horrorfilme, auf die ihr euch für 2018 freuen könnt. Auf welche Filme freut ihr euch am meisten? Welche Horrorfilme werdet ihr zu Halloween anschauen? Schreibt es uns in die Kommentare. Oh Gott, what the fuck are we gonna do?